Gute Anmoderation noch. Willkommen zurück, mein Freund, zur anderen Folge. FF7 Reaper. Wir sind im Druck der Gier angekommen. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß. Es könnte Gottesfürchtiges erwarten. Weil selbst die Verwirrung vor Gott ist. Puts of the Planet! Unser Bewusstsein lebt lange über den Verfall unseres Körpers. Creepy. Creepy. Hinaus. Denn für den Planeten sind wir Fremde. Er nimmt sich unserer nach dem Tod nicht an. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gie als Gefäß. Schon zu lange lauscht niemand. Mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leiht ihr euer Ohr. Der Planet stößt die Gie als Fremdkörper ab. Für sie gibt's wohl keine Rückkehr. Heißt das etwa, sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar! Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Ja. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau. Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Igi sehnen sich nach Materie. Genauso wie ich. Okay. Holy shit! Keine Sorge, ich übernehme! Vergiss es! Goldnadel, oder? Goldnadel selber helfen. Scheiße. Holy shit, Mann, was hier gerade passiert? Ich
dürfte trotzdem alles mal mitteilen. Ausrüstung. Nee. Die Falle, mehrere Buffs, ja, letzt auf Strohhalm, ja, magische Attacke, mit dem PR durch ATP-Shop hat die nächste Unfall bekommen. TP-Boost, okay. Nee. So, ATB-Shop, oder was? Eine kleine Option, was zu gucken gibt. Da muss man halt nochmal back on track. Dann nützt es halt nichts. So geil, Speicherzeichen auch noch. Was macht denn Sinn? Eigentlich macht Chakra das Sinn. Effizientes Blocken. MP-Boost.
Ach so, Barrett kann die Analyse ja jetzt rausnehmen und dafür genau kriegt er auch noch in MP Boost rein. Die Mucke rein. Gut, eigentlich kannst du sagen, scheiß auf die Kohle, ne? Kann man wiederbeleben. Behandeln. Materia. So, mit Donner und Attacke starten wir ins Gepacke. Ja, Juvi, wir kommen. Einfach Yuffie, der Endgegner, Mann. Und dann schmeißt du Multiplizierung mit rein. Und dann knallst du Multiplizierung mit rein. Guck dir das an. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Let's get on the team. Einfach Yuffie im Alleingang, ne? Die und auf Elemente geskillt. Wahnsinn. Einfach nur geisteskrank, das Mädchen. Der wird sagt ja.
Sephiroth. Kommt es trotzdem Sephiroth drauf? Ufer der Fremdtürme. Wo sind das die Fremdtürme? Da kriegt man ja richtig Gänsehaut, was? Hab wirklich kein gutes Gefühl dabei. Gar nicht. Für das Volk der Gi ist der Tod die Erlösung. Und da sie den Planeten nicht verlassen können, könnte es sein, dass sie ihn selbst auslöschen. Oh, das war schlecht. Sollte die Materia nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus. Dafür ist es zu spät. Will er uns um irgendwas bitten? Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiderbringlich schwarz gefärbt. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiderbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst schwarze Materia unwiderbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Die Sehnsucht unseres Volkes hat die einst unbefleckte Materia unwiderbringlich schwarz gefärbt wie die Nacht. Wir haben keine Wahl. Wir brauchen diese Materia. Ihm können wir sie nicht überlassen. Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können, aber versuchen wir es. Mhm. Boah, Cloud hat auch schon mal bessere Ideen. Cloud und Ando. Dann übernimmt. Jetzt haben wir zur Vorarbeit geleistet. Schließlich alles mit diesem Planeten. Die Zeit blieb stehen. Nur wenige von uns überlebten diese Katastrophe. Doch wir waren gewillt. Um sie, so krass, ich lässt sich einfach hinten rein und bummst die weg. Okay.
Brauchen wir jetzt reicht's mit Leier. Schnummer mal ein bisschen. Nur eine Bulle wird einen guten Sturm auf den Gegner. Die Person. Feuriges Geschoss. Okay. Kannst du mal? Lass mich mal. Günstiges Planet. Diejenigen, die nicht aus dem Lebensstrom geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher, auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu sterben. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlöst zu werden. Als Hotze Schatze. Das sieht schon anders wild aus. Einst fiel meinem Volk die reinste aller Materia in die Hände. Wir gebargen unseren Wunsch nach Freiheit in ihr. Am Ende einer Ewigkeit
die Materia endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Guckt euch mal an, wie klein die alle sind und wie riesig da ist, Mann. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drang die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Die schwarze Materia ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommin der Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem lang gehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materia im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Altes Volk. Zetra. Tempel. Sagt ihr nichts? Also, doch, das sagt mir was. Vergib mir meine Zweifel, aber kann ich dir wirklich trauen? Hey, du! Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misstrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materia zurück. Ich wünsche euch viel Glück, ja, Kinder des Planeten. Sekunden bin du. Nee, ich hab's eh mal geschafft. Eine Hälfte zu spüren morgen. Okay. Huch, wir sind zurück. Ja. Schlüsselmoment der Geschichte. Los, gehen wir nach oben. Okay. Ich mach dich stolz, Papa. Ihr habt es unbeschadet zurückgeschafft. Meister Bugenhagen wird hocherfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Also ist es eine mächtige Materia. Eine vielleicht zu mächtige Materia. Die können wir ihm nicht einfach so überlassen. Oh. Und ihm auch nicht. Ihm? Sephiroth. Habt ihr ihn denn nicht gespürt? Nein. Du kennst den Typen am besten. Wenn du sagst, dass er hier war, war er das auch. Heißt das etwa, dass dieser Sephiroth auch hinter der schwarzen Materia her ist? Ja.
Davon sollten wir ausgehen. Was stehen wir dann hier noch rum? Los! Niemand schnappt mir diese Materie vor der Nase weg! Sag mal, Kitschi, woher weißt du eigentlich vom Tempel der Setra? Ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie! Mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem mit Strom versorgt. Miau! Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der Beste, Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen! Was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Herrje, ein Bekannter von euch? Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Cloud. Ja. Was? Schnellreisservice der Planetenkundler. Du kannst nun den Schnellreisservice innerhalb Cosmo Canyons für Schüler der Planetenkunde nutzen und sprich dafür einen Mentor an. Ach, naja. Diese Tür, sie muss erneut versiegelt werden. Der Mann in dem schwarzen Umhang ist am Eingang zum Tal. Einer meiner Leute kümmert sich um ihn. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Nanaki! Ist doch alles in Ordnung mit ihm? Ja, er ist nur etwas geschwächt. Man sieht immer mehr von ihnen hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Nebel. Heil. Nebelheim. Nebelheim ist doch... das Dorf, aus dem wir kommen. Aber natürlich! In Nibelheim finden wir auf jeden Fall ein Terminal. Richtig. Dort gab es eins. Cloud, du hast es vorhin doch gesagt, dass man mir ruhig vertrauen kann, nicht? Vielleicht hast du auch nur gelogen. Aber selbst wenn, ich will dir beweisen, dass du absolut recht hattest. Aber... versuchen wir es. Ja.
verzeiht die Einmischung, aber ihr wollt nach Nibelheim? Dort kommt ihr von hier aus nämlich nicht hin. Nicht über Land. Aber Pellux. Sid. Rauchzeichen. Richtig? Genau. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Wir werden uns hier gut um ihn kümmern. Kein Grund zur Sorge. Ob es dieser Schwarzkutte wohl gut geht? Also... Es sieht ja relativ überschaubar aus, aber trotzdem ist der Gesamtfortschritt ja ne, Berichtfortschritt ein langes. Achso, wir müssen ja erst die Türme machen. So, Freunde, da wisst ihr, was uns in den nächsten Videos erwartet. Wir klären den Cosmo Canyon, machen alles, drehen den Stein um, bis wir 100% haben und dann geht die Story weiter. Dann könnt ihr gerne hier oben ein Abo dalassen. Ich würde mich freuen. Support Scanboard. Nur Liebe für euch. Und wir haben es. Bis zum nächsten Mal. Euer Amix.